Hi Leute, hier ist wieder eure Malwanne. Wie versprochen gibt es jetzt mein kleines Halloween-Special. Heute mit dem Sugar Skull, also einem mexikanischen Totenkopf. Der ist das Symbol vom Tag der Toten, also Mexiko Dia de los Muertos. Ich kann kein Mexikanisch, kein Spanisch. Oh mein Gott, war das gerade peinlich. Okay, wir machen einfach weiter. Und das ist eins der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Und weil das an Halloween eigentlich ziemlich beliebt ist, wollte ich das auch mal ausprobieren und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ich hoffe, ich kann das richtig erklären. Und jetzt labere ich wieder viel zu viel und deshalb fangen wir jetzt einfach an. Also ich bin ein Fan davon, wenn man sich so Sachen zusammenwurstelt. Ich habe nicht jetzt die professionellste Farbe, ich habe so zwei Farbdinger, die sind aber auch schon mega alt. Ich hoffe, dass ich keinen Ausschlag davon kriege. Es hat bis jetzt immer gut funktioniert, also wir werden sehen. Und ansonsten einfach Stifte und Lidschatten, die ihr nicht habt. Vielleicht hat sie eure Mutter, eure Schwester, euer Bruder, euer Vater vielleicht auch. Man weiß ja immer nicht, was da so ist. Und so, jetzt können wir anfangen. Wir fangen an mit der Farbe, mit der weißen. Die ist bei mir schon echt alt. Bitte, lieber Gott, lass mich nicht einen Ausschlag kriegen. Ich werde weiß. Was ich gerne zwischendurch tue, ist mal nachpudern, weil damit verhindert ihr, dass ihr da am Ende so eine klebrige Masse auf eurem Gesicht habt. Dann bleibt auch alles auf seinem Platz. Und jetzt umrande ich die Flächen, die ich später ausmale. Auch hier wieder pudern. Dann nehme ich einfach mir das schwarze Puder und mal alles nach, damit das auch richtig fest wird. Jetzt nehmt ihr wieder euren Kajalstift und geht an die Feinheiten ran. Kommen wir nur zu dem Spinnennetz auf der Stirn. Seht ihr diesen Mittelpunkt? Das fordert ein bisschen Konzentration und wenn ihr das nicht so gut hinkriegt, dann macht es ein bisschen langsamer, dann läuft's. An diesem Spinnennetz könnt ihr erkennen, dass ich kein Profi bin. Aber das habe ich auch nie behauptet. Also haters gonna hate. Jetzt malen wir das umgedrehte Herz. Viel Glück. Das Herz in der Mitte male ich einfach mit einem Lipliner aus. So, ich male jetzt um die Augen herum. Dafür nehme ich aus so einer Palette, ich nehme jetzt das Gelbe. Wie gesagt, wenn ihr bunten Lidschatten habt, dann eignet es sich gut, erstmal so einen schönen Streifen um die Augen zu malen. Und jetzt mache ich diese Kringel. Als nächstes male ich die roten Blümchen hier so drüber. Dann nehme ich nochmal mein Puder. Tada! So, jetzt kümmern wir uns um die rosa Kinn. Rose malen für Anfänger. Das wird was.
Die Rose wird jetzt hier so auf dem Kinn gemalt. Dafür macht ihr einfach so ein Halbherz, noch ein Halbherz, noch ein Halbherz. Seht ihr das? Vielleicht hier unten noch mal so einen großen Kern. Jetzt habt ihr eine Rose auf dem Dings. Und das ist nicht schwer. Immer nur mal so stellen. Ah. Wirklich schön ist es jetzt nicht geworden. Wir malen es aber noch an, wenn wir das noch was dafür. Nehmen wir wieder unser buntes Puder. Da seid ihr. Hallo. Ich nehme rosa. Und mit dem rosa male ich jetzt einfach die Flächen aus. Ich habe so Make-up-Stifte oder so Schminkstifte. Und mit denen male ich jetzt die grünen Blätter. Wenn ihr das getan habt, nehmt ihr wieder euren besten Freund den Kajalstift und umrandet die und macht da diese blätterartigen Adern rein. Adern, so heißt es. Irgendwie... Ich will das nochmal korrigieren. Über die Rose sprechen wir jetzt nicht mehr. Ich habe einfach ein dickes, rosanes Kinn jetzt. Das sieht jetzt cool aus, war aber gar nicht so cool gedacht. Ich habe eben einen lilanen drauf gemacht, dann habe ich mit einem schwarzen Pinsel mir auf die Lippen gemalt und dann ist alles verschmiert und jetzt habe ich so einen rosanen Lippenstift genommen und das ist wohl die beste Kombi, weil ich finde, das hat irgendwie einen geilen Effekt, so ein bisschen. Und jetzt kommt endlich ein bisschen Kajalstift in die Augen. Da müsst ihr aber aufpassen, dass da keine Farben jetzt dran kleben. Letzter Schritt. Ich nehme immer ein bisschen gerne Blush, Rouge, Zeug auf die Wangen, Zeugs und Puder auf den Wangen. Ein bisschen rosa. Und jetzt gehen wir für die Haare und für den Haarschmuck ins Badezimmer. Ich verarsche euch jetzt ein bisschen und mache nur meine vorderen Haare lockig, weil hinten ist noch so viel Haar, dass das Ewigkeiten dauern würde, bis man es hinkriegt, die ganzen Locken zu machen. Ich glaube, ich wäre ein sehr schlechter Beauty-Kanal. Dumme Gesichter kann ich machen und ich sehe auch immer auf Instagram. Ihr habt ein Talent dafür, mir Screenshots zu schicken, wo ich sehr dumm drauf aussehe. Aber das macht mir nichts. Ich stehe da drüber. Okay? So, wenn ihr etwas wie Locken auf eurem Kopf habt, dann kommt jetzt das schönste Teil. Tada! Ist das nicht schön? Ich finde das, ich habe das im Laden gesehen bei Clarice. Also dieses mit dem C, das ist so lila und so, der da immer. Der hat nur so Haarschmuck-Zeugs und so. Und dann habe ich das gesehen und habe mich darin verliebt. Jetzt machen wir es uns in die Haare. Und sehen aus wie eine Sugar Skull. So Leute, ich hoffe, euch hat so ein kleines ernstes Tutorial auch gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich hier unten, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Links und rechts von mir sind zwei Videos. Wenn euch was davon interessiert, klickt es an, schaut es euch an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch schöne Halloween, wenn ihr die feiert und wenn nicht, dann nicht. Aber ich rate euch, feiert es.